Moin, Metalizer hier. Es gibt wieder ein neues Unboxing-Video und zwar aus der Get Digital Lootbox für den Juni 2020. Ich habe die Box hier und wir packen jetzt auf. So, wie immer geht es damit los, dass wir das Paket erst einmal öffnen, um jetzt erstmal zu hören. Ohne Witz, das T-Shirt war ich schon kurz davor, mir selber zu kaufen. Also, wir haben einmal Plant.zip und Plant.zip. Ein sehr, sehr cooles T-Shirt. Wie gesagt, ich habe es selber im Shop schon gesehen und war es schon kurz davor, mir selber mal zu kaufen. Mega cool. Wir haben hier eine Maske. Sieht zumindest nach einer Gesichtsmaske aus. Auch eine sehr coole Idee. Gesichtsmaske, don't panic. So. Gehört natürlich. Genau, keine Panik. Auch diese Krise ist irgendwann eines Tages vorbei. Und solange bleiben wir einfach gesund, passen aufeinander auf und dann wird auch alles gut. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir wieder ein kleines Tütchen. Und zwar haben wir hier Dihydroxinmonoxid. Wir gucken gleich mal, was genau das hier ist. Denn so macht also das hier ist der Button, den wir dabei haben. Dann schauen wir mal. Es gibt euch wieder ein paar kleine Naschbonbons hier. Gucken wir auch gleich mal, was da drin ist. Dann haben wir, das hier ist Blur, ein Foam Spinner. Gucken wir mal, was das hier ist. Blur wurde für ihre tägliche Dosis an Tagträumen entwickelt. Kleben Sie Blur einfach auf die Rückseite Ihres Smartphones. Befestigen Sie den Foam Spinner in der Mitte Ihres Handys. Laden Sie die Blur-App mit vorinstallierten atemberaubenden und kaleidoskopischen Bildern herunter, die Sie bearbeiten und umgestalten können. Drehen Sie Ihr Handy und genießen Sie die faszinierenden Bilder. Gestalten Sie Ihr eigenes Blur-Erlebnis. Dann haben wir... Ich glaube, das ist ein Regenschirm. Ich glaube, wir haben hier ein Regenschirm. Der ist... Alter, allein schon der Griff ist richtig schön hochwertig verarbeitet. Also, das Ding ist gut was wert. Dann soll der Regenschirm nicht zu Hause aufspannen. Hier haben wir den besagten Regenschirm noch einmal im Detail. Und wie gesagt, das ist schon. Der hat schon eine ordentliche, beachtliche Größe, der Regenschirm. So, und wir haben aus Fallout noch eine Vinylfigur und zwar den Vault Boy mit dem Pyromanen. Und dazu gab es noch weitere hier zu sehen. Und zwar haben wir dabei den Vault Boy Luck, den Pyromanic, den wir haben, den Vault Boy Toughness, also der Mut. Es gab noch einen Power Armor und einen Assault Tron. Können wir auch wie immer wieder aufklappen. Und ist schon cool. Ich glaube, damit kann ich jemanden gut erschrecken. ja, schöne Vinylfigur. Macht sich auf jeden Fall super in dem Regal. Dann haben wir hier noch ein kleines Heft und zwar ein kleines Magazin, und zwar die Zauberwelten. So ein kleines Infoheft. Welche Games kommen? Final Fantasy, Arch Unchained, also so ein kleines Gaming-Magazin, was wir hier haben. Auch nicht so schlecht.
gibt noch ein paar Brettspiel-Neuheiten hier. Also welche Brettspiel-Neuheiten kommen eigentlich in diesem Jahr? Für Shakes and Fidget. Falls ihr Shakes and Fidget spielt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann bekommt ihr mit etwas Glück auch einen der beiden Codes. Und zwar, es ist nur ein Code pro Spielkonto möglich, voraussetzungsweise ein gültiges Spielkonto. Der Code kann bis zum 31.10.2020 eingelöst werden und nicht gegen Geld getauscht werden. Zu gewinnen gibt es 10 mal 10.000 Pilze, 100 mal 1.000 Pilze und 10.000 mal 100 Pilze. Also wenn ihr Pilze wollt bei Shakes and Fidget, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. So, dann haben wir hier noch 12 spannende Informationen über Korea. Und zwar die Fallout-Figuren. Für 12,95 €. Der Regenschirm, den wir hier haben, 25 €. Der sieht auch, wie gesagt, wirklich hochwertig aus. Da die Infobroschüre zu Korea war mit dabei. Das Shirt für 16 €. Die 42er Maske auch für 10 €. Das finde ich auch ein angemessener Preis für so eine Maske. Dihydrogenmonoxid, auch bekannt als Hydroxylsäure, ist einer der gefährlichsten Stoffe der Welt. Ah, okay. Sie wird in Lösungsmitteln, Kühlmitteln und Medikamenten eingesetzt. Eine der tödlichsten Chemikalien der Welt in den meisten Todesfällen. Und DHMO ist der Hauptbestandteil von saurem Regen. Und damit wir uns dagegen schützen können, gibt es den Dihydroxinmonoxidabwehrschirm. Solltest du mal gefragt werden, warum es sich bei dieser chemischen Bezeichnung DHMO eigentlich genau handelt, weißt du, ist natürlich, es ist Wasser. Der Hauptbestandteil vom sauren Regen ist natürlich Regen. Okay. So, hier ist noch ein Aufkleber dabei gewesen für 95 Cent. Dihydroxinmonoxid. Bin ich jetzt irgendwie auf den Kopf gefallen oder ist das wirklich einfach nur Wasser? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Bin gerade ein bisschen verwirrt. So, dank deines neuen Regenschirms bist du ja nun vor vielen Gefahren, die Dihydroxinmonoxid mit sich bringt, geschützt. Jedoch gilt dies nicht für deine Mitmenschen. Mit diesem Aufkleber kannst du nun auch deine Umgebung warnen. Gut, dann haben wir noch den Button Adrenalin. Das ist, ach so, genau, die chemische Formel für Adrenalin. Und den Kickerland Blur Phone Spinner. Ein Gadget für alle Fans von Handyfotografie und coolen Effekten. Klebe den Blur auf die Rückseite des Handys, lade die App herunter und du kannst mit dem drehenden Display einzigartige Effekte erzeugen. Und mehr Infos, Videos und Downloads findest du auf kickerlandblur.com. So, Sugarfari präsentiert Luti Alequin. Das ist eine französische Leckerei, die wir hier bekommen haben. Und zwar sind das sind einfach Zucker, also Bonbons mit ein bisschen Zucker drin. Gut, das Zauberweltenmagazin aus dem Mai 2020 war auch mit dabei. Das hatten wir ja schon. Und in dem Upgrade war eine Alien vs. Predator Figur mit dabei. Ich habe das Update diesen Monat wieder weggelassen. Weil ich nicht so der Riesen-Predator, bzw. Alien vs. Predator-Fan bin, von daher passt das ganz gut. Und im Juli in der Lootbox ist Star Wars mit dabei. Ich habe im Juli Geburtstag, also liebes Get Digital Team, falls ihr das hier seht, vielleicht könnt ihr in meiner Lootbox hier das Upgrade so mit reinpacken, so als Geburtstagsgeschenk vielleicht. Das wäre immer ganz cool. Nein, vielleicht hole ich es mir auch einfach so. Genau, hier gibt es noch so ein paar Masken, die man auch noch mal bei GetDigital kaufen kann. Ja, das war die GetDigital Lootbox aus dem Juni 2020. Wie immer gilt, wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und denkt dran, schützt euch vor dem Wasser, das vom Himmel fällt.